Hallo Freunde, auf dem Weg, wo ich das Camp habe, das Schnagenwald Camp, da hat es auch ein paar Bäume hingelegt. Die Wege sind versperrt, abgesperrt, aber die Leute, die entsprechenden Forstarbeiter, Forstfachwirte, kommen mit der ganzen Arbeit nicht nach und deswegen ist dieser Weg für die wohl erst zweitrangig. Das ist jetzt schon eine ganze Woche und der Baum ist auch ein Hindernis für alle Fußgänger. Hier laufen sehr viele Fußgänger, also ich helfe denen auch noch ein bisschen dabei. Die freuen sich bestimmt. Weil sie sind immer am Klettern und gerade eben kam eine Gruppe mit Kinderwägen noch durch. Die mussten den Kinderwagen aber das ganze Zeug drüber heben und drüber lupfen. Einer muss es ja tun. Kommen Sie ran. Danke. Ah ja. Oh, ja, da bin ich nicht wie. Ich habe Ihnen helfen. Nein, das geht schon irgendwie. Das geht schon. Das geht nur nicht gut mit dem Stück. Ja, ja. So. Sonntagsarbeit. Ja, einer muss es machen. Ja, ja. Ist der noch die Woche noch? Ja, bei dem Sturm. Ah, beim Sturm. Sind sie mit Kinderwagen drüber geklettert. Ah ja. Ja. Viel Spaß. Ja. Immer reinspaziert. Okay. Das ist Arbeit. Ja. Jetzt geht's, ja, danke. Merci fürs Rühmen. Aber gern doch. Muss doch mal was sauber machen für euch. Ja, danke. Das ist toll. Sonntagsgesagt. Eine muss. Ja. Gut, Mann. Viel Spaß noch. Ja, merci. Zufällig, wo da säge ich bei Ihnen, kann ich dir helfen? Ja.
den Laden werfen. Ja, ja, klar. Du warst schon den ganzen mit, ne? Ja, sicher. Und Leute, natürlich nie vergessen, Schnittschutzhandschuhe, Schnittschutzhose, Helm, Visier und das Ganze natürlich muss man natürlich schon tragen bei der Arbeit. Sein Baumlager ist jetzt öde Leere. So, wieder zurück. Die waren aber fleißig. Ja, muss. Und haben sich bei der Arbeit gefilmt. Ja, du musst dokumentieren. Ja, ja. Nicht, dass noch jemand irgendwas behauptet. Ja? Ach so. Ja, ja, sie haben das ganze Holz abgeholzt. Man muss sich immer absichern. Ja? Das ist alles verkauft schon. Nö, das gehört mir gar nicht. Aber deshalb sage ich das. Nö, nee, mir gehört das gar nicht. Ich habe das nur freiwillig gemacht. Weil die Waldfacharbeiter sind überlastet. Im Moment bestimmt. Ne? Ah, ja. Und hier sind Leute mit Kinderwagen drüber geklettert, über diese ganzen Äste und über den ganzen Baum. Ja, das ist viel zu gefährlich. Ja. Deswegen habe ich es weggemacht. Ja. Einer muss es ja tun. Ein kleiner liegt ja noch ein Stück oberhalb. Ne, ich weiß. Ah, ja. Die ganze Welt kann ich nicht aufräumen. Nein. Vielleicht doch, versucht es. Aber der Kleine, ich habe es ja versucht. Ja. Hier endet jetzt meine Liebe. Ah, ja. Ganz schöne Arbeit, mein lieber Mann. Ja, geht. Wenn man das Zeug hat, dann geht's schon. Stil. Mhm. Sie sehen von der Ausrüstung so her aus, als würden Sie es jeden Tag machen. Nö, das ist eher für mich ein Hobby, so Wald und so weiter. Ja, ja. Bisschen draußen rummachen was und so. Was machen Sie sonst beruflich? Nix. Nix? Nö, ich bin Lebenskünstler. Ja, dann brauchen wir ja sowas. Ne? Ja, eben. Ja. Wir sind doch inzwischen auch Lebenskünstler. Ne? Ja, gut so. Dann viel Spaß bei der Kunst. Gut, aber der Baum war noch intakt. Ist nicht so, dass das ein alter Baum war. Naja, wenn ein Baum liegt, ist er nicht mehr intakt. Dann war es das mit dem Intaktsein. Ja, gut, sicher. Ja. So, Freunde, so kann es gehen. Wie ich eben schon gesagt habe, als ich hierher kam, vor einiger Zeit, es war ja schon am 3., dass der Baum hier diesen Weg versperrt hat. Jetzt haben wir den 14. Man mischt sich ja nicht immer gleich ein, wenn so irgendwas ist. Wenn da so ein Baum über dem Weg liegt, okay, dann wird es schon irgendwer machen. Ist an sich auch meine Denke, ist ja auch normal. Aber hier ist ein sehr, sehr stark frequentierter Weg. Sehr, sehr viele Spaziergänger, Familie mit Kindern, alte Leute und so weiter, die nutzen diesen Weg extrem gerne. Und jetzt nach 11 Tagen, wo es immer noch liegt und die Leute vermutlich alle überlastet sind mit irgendwelchen anderen Waldaufräumarbeiten, habe ich mir gedacht, nee, komm. Vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, dass Familien mit Kinderwagen über dieses ganze Geäst die Kinderwagen drüber gehievt und zwischendurch und unten durch. Das war mir alles zu gefährlich. Das sah für mich nicht gut aus und deswegen dachte ich, ach komm, mach's was. Kann ja nicht jeder immer nur zuschauen. Muss man mal was machen. Und jetzt ist die Straße frei. Jetzt ist der Weg frei. Jetzt kann wieder jeder ungehindert hier rumlaufen. Passt. So gefällt mir das. Wie ich eben gesagt habe zu den älteren Herrschaften, ich kann nicht die ganze Welt aufräumen. Aber ein bisschen was kann man beitragen. Ein bisschen was kann jeder machen. Wenn jeder immer nur wegschaut und immer nur außen rum geht, ändert sich nie was. Ich habe das Holz praktischerweise gleich so in 50 cm Stücke geschnitten. Mir gehört das Holz nicht. Ich weiß nicht, wem es gehört. Es lag nur einfach jetzt auf dem Weg. Hab's weggemacht.
Nur wenn es nach einer Weile noch da liegt, dann werde ich mir es vielleicht holen. Ist Holzdiebstahl. Ich weiß. Eigentlich. Aber ich habe es ja klein gemacht. Und es gehört niemandem sonst. Keiner will. Ach, mal schauen. Ach, vielleicht lasse ich es auch liegen. So sicher bin ich mir dann nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet. Da ist der jetzt schon ein ganz anderes Kaliber. Aber der muss auch weg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Muss weg. Nie vergessen, Schutzausrüstung. Ich habe nur was vergessen. Nie die Säge aus der Hand anziehen, sondern immer auf den Boden stellen und den Fuß hier rein. Wer eine kleine Dekoration für seinen Vorgarten haben möchte, melde sich bitte. Ich helfe es mal auf. Ach, 2 Wochen. Länger nicht. So, jetzt habe ich ein bisschen was schon vorgearbeitet. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch, wie groß ich die Stücke mache. Ich zeige es mal ganz kurz. Wer gut aufgepasst hat, weiß, in welche Stücke ich zerlege. Oh, jetzt habe ich einen Span im Ohr. Leute, ich kann euch nur raten, lasst die Finger davon weg, so einen umgefallenen Baum, die Krone zu zerlegen. Wenn ihr keine Ahnung habt davon, ist es wirklich brandgefährlich. Es sieht einfach aus, ist es aber nicht, weil in der Krone bauen sich statische Kräfte auf, Biegekräfte. Und wenn ihr einen Ast zum Beispiel durchsägen wollt, der richtig harmlos aussieht, dann kann der wie ein Flitzebogen gespannt sein und euch alles zertrümmern. Also ganz ehrlich, tut's nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich mache das schon lang genug. Deswegen habe ich auch meine Schutzausrüstung. Schnittschutzhose nicht vergessen. Ich weiß, was ich tue, aber lasst die Finger weg von solchen Sachen. Nehmt da lieber einen Profi. Ist wirklich besser. So, wir haben Sonntagmittag, 14.14 Uhr. Ja, gute Zeit. Jetzt muss ich leider abbrechen, weil wir grillen zu Hause. Bei dem schönen Wetter, wir haben 14. Januar, strahlenden Sonnenschein, sieht man es. Jo. Und da grillen wir natürlich ein bisschen zu Hause. Kann ich nicht den ganzen Tag arbeiten. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen. Wenn nicht, habt ihr eh schon lange weggeschaltet, habt ihr gar nicht bis hierher geguckt. Freunde, wir sehen uns.